Diabetes mellitus Typ 1. Das ist Uwe. Er hat Diabetes mellitus Typ 1, eine Autoimmunerkrankung. Dabei werden die insulinproduzierenden Zellen in Uwes Körper durch seine eigene Immunabwehr zerstört und ihm fehlt es an Insulin, ein Hormon, was für den Transport des Zuckers in Uwes Zellen zuständig ist. Dadurch hat er viel zu viel Zucker in seinem Blut. Wie viele andere hat Uwe seine Erkrankung im Kindesalter bemerkt. Er war häufig müde und kraftlos, weil seinen Zellen die Energie des Zuckers fehlte. Auch hatte Uwe häufig juckende Haut und kleine Wunden, die nicht heilten. Gemeinsam mit seiner Mutter Kerstin suchte Uwe seinen Hausarzt auf und machte einen Bluttest vor dem Frühstück auf nüchternen Magen. Dabei wurden Antikörper gegen das Insulinhormon entdeckt. Diabetes mellitus Typ 1 war für ihn und seine Mutter Kerstin eine ernüchternde Diagnose. Denn er leidet an einer unheilbaren Krankheit. In Zukunft wird Uwe Insulin künstlich zugeführt. Dies geht zum einen durch Insulinpens. Wobei vor jeder Mahlzeit Insulin in die Hautfalten des Oberschenkels oder Bauchs gespritzt wird. Uwe hat aber eine neumodische Insulinpumpe an seinem Bauch. Er muss nicht immer und überall seinen Insulinpen dabei haben. Ein großer Vorteil in Uwes Leben. Er muss allerdings trotzdem auf seine Ernährung achten. Denn umso mehr Snickers und Oreos Uwe isst, desto mehr Insulin muss er über seine Pumpe verabreichen. Sonst ist der Zucker in seinem Blut wieder viel zu viel und Uwe schädigt seinen Gefäßen nachhaltig. Er könnte später erblinden oder Teile seiner Beine verlieren. Damit das Uwe nicht passiert, lässt er sich regelmäßig beraten und hat seine Erkrankung im Auge. Uwe versucht somit sein Leben so lange wie möglich vor den Folgen seiner Erkrankung zu bewahren.